geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Schäffer Automobile, euer EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Heute mal wieder mit einem neuen Video von uns. Wir haben länger nichts gemacht und jetzt haben wir endlich mal wieder Fahrzeuge, wo es sich lohnt, euch zu zeigen, was bei uns so los ist. Wie ihr seht, haben wir 4 neue Mercedes hier stehen. Das sind aber keine normalen Mercedes, das sind alles Elektroautos. Wir haben hier den neuen EQB 300 4-Matic in der AMG-Ausstattung. Sind keine EU-Neufahrzeuge, sind deutsche Fahrzeuge mit Erstauslieferung in Deutschland. Heißt, bei allen Fahrzeugen kann noch die BAFA-Prämie beantragt werden. Bei den Fahrzeugen 5.000 Euro, die hier beantragt werden können, machen wir gerne für Sie oder Sie natürlich selber. Bei den Autos, wie gesagt, besonders ist es der 300er als 4-Matic. Das heißt, wir haben hier einen 66,5 Kilowattstunden Akku. Wir haben 474 Kilometer Reichweite nach WLTP. Und einen Verbrauch auf 100 Kilometer zwischen 19,7 und 18,1 Kilowattstunden. Wir haben hier 3 verschiedene Farben. Die äußeren beiden Fahrzeuge sind in Mountain Grey Metallic. Das ist das sogenannte Digital Weiß Metallic. Und dann haben wir hier noch einmal Denim Blue. Das sind die Farben, die jetzt beim EQB verfügbar sind. Wir haben uns halt dafür entschieden, alle Farben auch auszustellen, damit wir Ihnen ein bisschen was zeigen können, damit wir eine Auswahl haben, damit nicht alles ein und dasselbe ist. Ausgestattet sind die Fahrzeuge allerdings alle identisch, sprich wir haben das AMG Styling Paket. Wir haben hier vorne die 360 Grad Kamera mit drin. Hier vorne im Grill natürlich direkt die Sensorik für den Abstandstempomaten oder Distronic, wie es bei Mercedes-Benz so schön heißt. Dann haben wir Spiegelkameras oder Kameras in den Spiegeln. Dann haben wir die Kamera hinten, die Rückfahrkamera. Bei dem weißen Auto sieht man es ganz schön. Wir haben das große Panorama-Glasdach, weil sich das schwarze Glasdach vom weißen Lack besonders absetzt. Im AMG Styling-Paket mit dabei die schwarzen Spiegel, dann die größere AMG-Felge, 19 Zoll. Ich persönlich finde die echt ganz witzig. Sieht deutlich besser aus als die meisten anderen Elektrofahrzeugfelgen, weil die nicht ganz geschlossen sind, wie wir es zum Beispiel beim Model 3 haben, sondern so ein bisschen geöffnet und halt so ein bisschen dieses klassische AMG-Design. Im Innenraum, wenn wir da einfach einmal reinschauen wollen, natürlich mit Keyless-Paket wieder dabei, Totwinkelpaket sehen wir hier direkt, das heißt, wir haben das große Assistenzpaket, erwartet uns das klassische Mercedes-Benz-Interieur. Wie gesagt, mit der AMG-Ausstattung, wir haben hier die Leder-Alcantara-Sitze mit dem roten Kontrast-Stitching oder mit den Kontrast-Nähten in Rot, auch Ziernähte genannt. Dann haben wir die klassischen Knöpfe, hier die Sitzheizung, meine ganzen Einstellungen für die Spiegel, für die Scheiben, die Kindersicherung natürlich und den klassischen Knopf für die Heckklappe. Da würde ich jetzt auch einfach mal weitermachen direkt, denn wir haben hier bei dem Fahrzeug eine weitere Besonderheit konfiguriert. Neben den 495 Litern Kofferraumvolumen, die wir hier haben, haben wir unter dieser original Mercedes-Benz Kofferraummatte auch nochmal 2 weitere Sitze. Das heißt, wir haben die Fahrzeuge als 7-Sitzer konfiguriert. Wir werden gleich auch nochmal ein Bild reinschneiden, wie es aussieht, wenn die Sitze dann hochgeklappt sind. Damit einhergeht, dass die Rücksitzbank verschiebbar ist. Das heißt, ich kann den linken sowie rechten Sitz als auch den mittleren Sitz auf einer Schiene nach vorne und nach hinten verschieben, sodass dann auch die Fahrgäste im Kofferraum in Anführungsstrichen ausreichend Beinfreiheit haben. Was wir hier im Zubehör mit drin liegen haben, ist nochmal das 5 Meter lange Haushaltskabel oder Kabel für die normalen Steckdose und die Wallbox. Das haben wir nochmal mit rein konfiguriert, weil wir finden, das ist echt wichtig, weil es gibt super viele Ladesäulen, wo kein Kabel vorhanden ist. Nicht so wie bei uns hier an unserer Wallbox, wo es mit dran ist, sondern wo Sie halt Ihr eigenes Kabel mitbringen müssen. Deswegen war uns das, wie gesagt, super wichtig. Heckklappe ist elektrisch bei diesem Fahrzeug, genau wie wir es kennen von den anderen Elektroautos. Aus dem Tesla-Konzern haben wir das hier natürlich auch wieder mit konfiguriert. Das heißt, ich drücke hier einfach drauf, Klappe geht runter. Der andere Knopf ist dafür da, dass ich auch nochmal direkt das Fahrzeug verriegeln kann. Wir haben hier das neue Design von Mercedes mit der durchgehenden Lichtleiste und halt den bisschen aggressiveren Diffusor hinten im AMG-Styling.
Was wir cool finden, wir sind ja sehr verwöhnt von Tesla. Wir haben ja viel mit Tesla gemacht, auch durch die Shortlease, durch unsere Auto-Abo-Aktion und Vermietaktion. Gibt es eine Sache, die wir beim EQB richtig cool finden, die wir auch ein bisschen besser finden als bei Tesla, und das ist hier hinten der Ladestecker. Und zwar habe ich hier zuerst mal eine Abdeckung für die beiden Ladeanschlüsse, sodass da kein Wasser, kein Staub, kein Dreck reinkommt. Einfach zu öffnen, indem ich hier drauf drücke, springt sofort auf. Hier mein normaler Typ 2 Stecker und dann hier unten halt der CCS Stecker für die Ladesäulen. Das Fahrzeug lädt mit 100 kW max. Braucht also 32 Minuten von 20% auf 80% an der DC-Ladesäule. Was auch cool ist, wir haben hier oben direkt so einen Knopf, wo ein Stecker drauf ist. Das ist die Schnellentriegelung. Das heißt, wenn ich jetzt den Stecker reinstecken würde von unserer Wallbox und ich würde das gerne entriegeln wollen, beziehungsweise den Stecker wieder rausziehen wollen, drücke ich einfach hier oben drauf, nehme den Stecker raus und packe den wieder an die Wallbox. Ansonsten, zweite Sitzreihe, wie gesagt, hier mit der Verschiebfunktion. Ist super praktisch, gerade um den Einstieg zu vereinfachen für die Herrschaften, die in der dritten Sitzreihe sitzen. Wir können auch nochmal nach oben kurz filmen. Da sieht man nochmal das Panoramadach, wie im Tesla Model 3 auch, mit der Dachstrebe nochmal zwischendurch. Durchgehendes Glasdach nur im Model Y. Sonst, ja, Mercedes-Benz-Qualität. Nach wie vor super Verarbeitung. Die Materialien sind echt toll, fassen sich schön an. Wir haben sogar Alcantara hier in der Tür, beim Türpaneel, was natürlich nochmal deutlich hochwertiger ist als beim Tesla, muss man einfach so ehrlich gestehen. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal rein und gucken mal so ein bisschen, was das Info-Entertainment-System kann. Ich gehe einfach noch mal hier ums Auto drumherum und da bin ich auch schon wieder. Ich würde sagen, wir schließen die Tür mal. Wir haben hier das klassische Info-Entertainment-System, wie wir es aus der A-Klasse, der B-Klasse und den neueren, kleineren Mercedes-Benz Fahrzeugen kennen. Ich würde sagen, wir machen hier auch nochmal die Klimaanlage an. Es ist doch recht warm heute. Genau. Was direkt auffällt, im Gegensatz zu anderen Elektroautos, sehr, sehr viele Knöpfe. Also wir kommen hier aus dem klassischen Automobilbereich. Das Auto ist noch sehr Auto, weniger PC als bei den anderen Autos. Sprich, wir haben hier das super schöne AMG-Lenkrad. Haptik ist echt toll, das Design gefällt mir auch richtig gut, aber wir haben halt die ganze Knopfthematik. Auf der rechten Seite haben wir alle Knöpfe, um das Infotainment-System zu bedienen, also den Touchscreen hier auf der rechten Seite. Und auf der linken Seite finden wir dann alle Knöpfe, um den Display vor uns zu bedienen. Sprich, wir können hier alles Mögliche einstellen, Abstandstempomat, wie weit soll der Abstand sein, welche Geschwindigkeit, beschleunigen. Dann haben wir hier so einen Touch-Toggle, womit ich auch nochmal die einzelnen Grafiken hier verändern kann. Kann man hier so ein bisschen durchscrollen, kann mir die Navigation hier rüberholen, die G-Kräfte. Am interessantesten natürlich meinen Reichweitenanzeiger bzw. meinen Verbrauchsanzeiger. Das kann ich dann halt für die andere Seite dementsprechend auch nochmal machen und kann mir das halt so individuell konfigurieren, wie ich das haben will. Kommen wir zum zentralen Display. Auch hier haben wir klassisch, wie wir es aus Mercedes kennen, unten die Bedieneinheit, wo wir halt hier über den Touchscreen bedienen können. Oder ich kann jetzt, was neu ist, halt direkt auch hier oben klassisch wie bei einem Smartphone oder bei einem Tablet über den Touchscreen gehen. Navigation ist, wie wir es aus Mercedes kennen, gewohnt gut, präzise. Ist halt kein Google Maps, wo wir dann auch die Satellitenbilder nehmen können. Im Tesla zum Beispiel ist aber echt gute Qualität und funktioniert einwandfrei. Wir haben hier die kleinen Symbole für die ganzen Ladesäulen. Das heißt, auch hier kann ich Ladesäulen gezielt ansteuern. Das Fahrzeug navigiert mich gezielt zu den Ladesäulen. Wir können sogar hier sehen, 3 von 3 sind frei, 4 von 5 sind frei. Hier oben sind von 2 Plätzen beide belegt. Das heißt, wir haben hier auch so eine Live-Verbindung in Anführungsstrichen, wo wir dann auch immer sehen können, lohnt es sich überhaupt zu der Ladesäule zu fahren? Ist da ein Platz für mich zum Laden oder lohnt sich das nicht? Dann, was auch ganz cool ist, wir haben natürlich wie bei allen anderen neuen Mercedes-Modellen oder bei neueren Autos die Verbindung über die App. Das heißt, wir haben hier Mercedes Me, wo die Fahrzeuge hinterlegt werden können. Sie können dann die Standheizung, die Standkühlung,
das Ladevolumen, das Ladelimit alles über die App steuern. Sie können das Fahrzeug verfolgen, sprich Sie können sehen, wo habe ich geparkt. Wenn Sie das Fahrzeug Ihren Kindern leihen, nachts zum Feiern fahren oder so, können Sie gucken oder könnt ihr gucken, sind die auf dem Heimweg, kommen die gut nach Hause, ist irgendwas passiert. Das heißt, da hat man die volle Transparenz, wie beim Model 3 oder bei den Tesla-Fahrzeugen auch. Sonst, denke ich mal, ist hier nicht viel zu erklären. Wir haben hier ein super Ablagefach, wo wir nochmal zwei USB-C-Stecker haben. Können wir mal reinschauen. Ist halt klassisch Mercedes, klassisch GLB. Ist ja auch auf Plattform des GLBs. Das heißt, das Auto, was ich als Verbrenner kriege, haben wir hier als vollelektrischen. Sonst, was ich cool finde bei dem Auto, was vielleicht nochmal ein bisschen besser ist als beim Tesla auch, ist die 360-Grad-Kamera. Die kann ich hier mal einschalten. Genau, das heißt, ich habe hier wirklich auf der linken Seite den vollen Blick einmal rundherum, kann genau sehen, was wie wo, könnte dann hier auf der rechten Seite auch nochmal die einzelnen Blickwinkel einstellen. Ich könnte jetzt auch nur die Frontkamera auswählen, um nach vorne zu gucken, wie es mit Bordsteinen aussieht. Könnte hier nach meinen Felgen schauen, könnte hier nochmal einen Weitwinkel nach hinten raus oder die klassische Rückfahrkamera mit der Linie, die sich natürlich auch bewegt, wenn wir das Lenkrad einschlagen. Das, wie gesagt, finde ich echt cool. Finde ich ein bisschen besser als beim Tesla, weil man hier einfach noch mal ein bisschen besser sehen kann, was abgeht. Wenn es jetzt im Punkt Verbrauch geht, da ist natürlich schon so, dass das Model 3 besser ist, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Da liegen wir bei dem Durchschnittsverbrauch, wenn man vernünftig fährt, bei 15 kW auf 100 Kilometer. Hier, wie gesagt, zwischen 18 und 19. Ist natürlich auch der Form des Autos geschuldet. Wir sitzen ein bisschen höher, ein bisschen aufrechter, haben eine relativ gerade Windschutzscheibe und sind nach hinten raus natürlich auch relativ kastig, um halt die 7 Leute unterbringen zu können. Sonst von den Assistenzsystemen, wie wir es von Mercedes-Benz gewohnt sind, sehr, sehr hohes Niveau, funktioniert echt gut. Ich meine, die S-Klasse als Vorreiter ist das einzige Fahrzeug, was in Deutschland die Erlaubnis hat, teilautonom zu fahren. Bricht sich dann natürlich auch runter auf die kleineren Modelle, was dann hier den Abstandstempomat, Spurhalteassistenten und so weiter und so fort angeht. Verkehrszeichenerkennung ist hier auf einem echt hohen Niveau. Hier und da schon auch nochmal besser als die vom Tesla. Ich würde sagen, das erstmal soweit von mir. Wir haben euch einen kleinen Einblick in den EQB gegeben. Weitere Videos werden folgen. Checkt auch gerne unseren Shortlease-Kanal aus. Da werden wir nochmal ein Vergleichsvideo machen. EQB versus Tesla Model 3. Wir werden die Autos nebeneinander stellen, einfach nochmal vergleichen, von links nach rechts springen, was ist besser, was ist schlechter, was mögen wir nicht, für wen ist welches Auto besser gedacht. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Tag, schönes Wochenende und einen schönen Abend noch und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Chefautomobil. Ciao, ich bin raus.